so frisch, als wäre sie gerade geschrieben worden. Dabei ist der Komponist 200 Jahre alt. Chopin, gespielt von der 23-jährigen Olga Scheps. Was ist Chopins Geheimnis? Sein Klavier, das war die Erweiterung seiner Seele. In der Kombination gibt es das nur bei Chopin. Wirklich dieses Noble, dieser Pathos, der Stolz, zusammen mit so einer ehrlichen, offenen Art, seine Liebe und seine Sehnsucht zu zeigen. Ich spiele es einfach mal an. Dieses Schreitende. Der bleiche Pole gilt bis heute als Inbegriff des romantischen Pianisten. Kein Mensch, ein Engel, der mit seiner Musik den Himmel offen hält, schwärmten Zeitgenossen. Mehr geht nicht. Aber wie war er wirklich, dieser Halbgott? Die Vorfahren von Adam Zamoyski kannten Chopin gut. Der Graf aus altem polnischen Adel und Historiker in London hat bislang unbekannte Dokumente durchforstet. Ergebnis: Der ätherische Pianist mit den göttlichen Fingern war voll weltlichem Charme und Humor. Eine Chopin-Biografie mit Überraschungen. He used to get very bored when in Paris you had. Er langweilte sich immer fürchterlich, wenn er in Paris mit Künstlern wie Liszt und Berlioz zusammen war und die an der Bedeutung von Kunst und Musik elaborierten. Er fand solche Diskussionen absolut lächerlich. Er hasste sie regelrecht. Lieber setzte er sich dann ans Klavier und spielte völlig blödsinniges Zeug, um diese verbissenen Theoretiker der Romantik zu ärgern. Chopin galt als Wunderkind. Mit 8 komponiert er erste volkstümliche Polonaisen. Die Fingertechnik bringt er sich selber bei. Er wird zum Liebling der aristokratischen Salons in Warschau. Mit 20 verlässt er seine Heimat für immer und genießt das Leben in Paris, wie er schreibt. Nur 2-3 Konzerte im Jahr. Kein von allen umjubelter Star wie Liszt, aber mit seinen Ideen revolutionierte er das Klavierspiel, ein Klangvirtuose. Er hat auch die Gitarre sehr geliebt. Manchmal hört man diese großen Akkorde, dieses. Solche Arten von Akkorden hört man bei Chopin sehr oft. Also eigentlich alles, was er liebt, hat er in der Musik verarbeitet. Er ist sehr viel in Opern gegangen und hat sich gerne Opernvorstellungen angehört, war auch befreundet mit den großen Diven der damaligen Zeit. Und ich finde, das hört man sehr in seiner Musik, besonders in den Nocturnes. Es ist sehr stark dieses Gesangliche, das Singen. Die Phrasierungen sind so geschrieben, dass ein Sänger sie quasi nachsingen könnte. Klaviermusik, die menschlichen Gesang nachahmt. So wie Chopin hatte das noch niemand gemacht. Und so weiter. Anna Netrebko und Helena Garanca im Duett. Zum romantischen Idol wird Chopin auch wegen seiner verzehrenden Liebe zur Skandalschriftstellerin George Sand. Einer Frau, von der es hieß, sie liebe Männer wie ein Vampir. He thought her quite unattractive. In fact, he said quite repellent. Er fand sie zuerst ziemlich unattraktiv. Er sagte sogar abstoßend. Aber dann, als sie sich 1,5 Jahre später noch einmal sahen, war es plötzlich wie bei Romeo und Julia. Sie verliebten sich Hals über Kopf und sprangen miteinander ins Bett und erlebten wahre Eruptionen von Sex, wilder Leidenschaft und geistigem Genuss. Ein magischer Moment. Delight. So it was a magic moment. Aber die 8 gemeinsamen Jahre auf Mallorca und in Frankreich waren schwierig. Chopins Krankheiten, Georges Sands Freiheitsdrang. 1849 stirbt Chopin mit nur 39 Jahren. Was bleibt, ist eine Musik, die einem auch heute noch das Gefühl gibt, einem der größten Künstler der Romantik ganz nah zu sein. Deswegen erinnere ich mich eigentlich, dass ich das erste Mal geweint habe im Konzert bei einem Stück von Chopin.
Weil es mich so tief in der Seele berührt hat. Eben vielleicht durch diese Ehrlichkeit.